Ja, zu irgendjemandem in einem Stream zu gehen und zu sagen so, hey, warum redest du drüber? Rede nicht mehr drüber. Wer bist du, dass du uns sagst, über was wir reden sollen und was nicht? Das geht dich gar nichts an. Okay, Was warte du mal, guck machen mal. kannst, aber warte, aber was du Ja, machen aber. kannst, ist, du musst einfach nur ganz oben gehen auf den Namen der Person und dann musst du ihn ganz normal sperren und du siehst nie wieder seinen Stream. Das war's, da musst du nicht mal beleidigen. Aber ihr soll mir mal erklären, wann ich erstens beleidigt habe und zweitens, wann das gewesen sein soll. Kannst du mir das mal bitte erklären? Nur kurz zu seiner Frage hin. Wir befinden uns hier auf dem deutschen Boden. Das musst du auch erstens zu dir sagen. Du befindest dich auch auf dem deutschen Boden, okay? Und ich kann sagen, was ich Ich will, ja, kann und jetzt? mir vorstellen, dass du nicht gebürtig aus Deutschland kommst, wenn du das jetzt gerade so hören möchtest von mir. So, Du und hast meine Intention dahinter nicht warte kurz. Die verstanden. zweite Sache, ist, Scheiße, was hast du nochmal gesagt? Wozu gibt es denn die Religionsfreiheit in Deutschland? Ja, du kannst doch deine Religionsfreiheit haben, aber wenn ich Okay. sie kritisiere, wo ist das Ja. Problem? Und wer bist du, dass du irgendeine andere Religion kritisierst? Wer bist du? Hä? Das ist Deutschland. Ich kann alles kritisieren. Warum nicht? Okay, wenn man irgendwas kritisiert, ne, musst du dann nicht mit den Konsequenzen rechnen, dass irgendjemand dann so einer wie ich kommt und sagt, das akzeptiere ich nicht? Natürlich musst du damit rechnen. Ja, okay, schön und gut, aber dann geh doch einfach hoch und sperr und dann musst du das dir nie wieder ansehen. Das war's doch. Ja, aber du. Ja, was ja aber? Wir leben Guck in mal, einer du hattest die sehr komischen Möglichkeit Welt. gehabt, du hast die Möglichkeit gehabt, den Stream ganz hoch zu gehen auf den Namen und dann drückst du einfach Flex sperren. Ich will mir das nicht mehr geben. Du Aber siehst ich will nie das wieder nicht meinen sperren. Stream. Ich will, dass die Person vor mein Gesicht steht. Genauso wie du jetzt gerade. Ich will, dass die Person vor mein Gesicht steht und dass genau das, was sie jetzt gerade sagt, vor mein Gesicht sagt. Und dann können wir uns wie Männer unterhalten. Das ist kein Problem. Aber dieses ganze TikTok-Schwachsinne kann ich sowieso nicht ernst nehmen, weißt du? Das kann ich nicht ernst nehmen, weil ich Ja, finde aber es ist ganz warte mal. lächerlich. Wir reden ja hier in TikTok über die Sache. Warum Ja. müssen wir denn zu dir kommen und mit dir darüber sprechen? Nein, Müssen wir doch gar ich nicht. kann auch gerne zu dir kommen und mit dir darüber reden, weil ich kann einen Menschen übers Telefon, dass er seine Meinung so frei äußern kann, ich nicht ernst nehmen. Verstehst du, was ich meine? Ich gehe auf die Aber Punkte nur warte mal, ich ein. verstehe, guck mal, ich verstehe deine Intention gar nicht. Guck mal, das Ding ist, das ist eine offene Plattform für jeden. So. Ja. Du verstehst meine Intention immer noch nicht. Das heißt also, wenn ich hier in meinem Stream über gewisse Dinge spreche, ist es meine Sache. Das hat dich nichts anzugehen. Und wenn du dich angegriffen fühlst, du musst nur hochgehen, sperren und du siehst nie wieder mein Stream. Das war's. Warum gibst du dir denn diesen Stress und willst unbedingt reinkommen, um dass du noch mehr aggressiver wirst? Und dann, warum gibst du dir diesen Ich Stress? sag dir Dann genau das, ignoriere doch damit ich. einfach den Stream, Nein, sperren und du ja, siehst okay. es nie Ich, da, wieder. das hast du jetzt schon dreimal wiederholt und ich sag dir Ja, nochmal aber was dreimal dasselbe. verstehst du daran Ja, nicht? ich sag dir dreimal nochmal dasselbe. Ich möchte die Person vor meinen Augen sehen und dann möchte ich sehen, ob die Person sich wirklich traut. Dann nochmal so etwas, was sie im Internet sagt, ist eine freie Plattform, ist ja kein Problem. Weißt du, ist ja, kann jeder sagen, was er möchte. Ich sag auch, was ich möchte. Aber ob dann wirklich. Der Mensch, der in TikTok lebt und seinen Film auslebt, ob er das danach im echten Leben so repräsentieren kann, vor mein Gesicht. Verstehst du, was ich damit sagen möchte? Dass Ja, die guck Männlichkeit, mal, warte kurz, nein, aber ich habe guck dich gerade mal. aussprechen, hör mir zu. Ich habe dich gerade aussprechen lassen. Ich möchte sehen, ob die Männlichkeit in die Person, die das hier auslebt in TikTok, auch wirklich so diese Männlichkeit hier rauspacken kann und vor mein Gesicht sagen kann. Verstehst du, was ich meine? Das möchte ich damit sagen. Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist. Du musst wirklich sehr, sehr aufpassen mit deinen Aussagen, die du hier führst, weil wir haben Leute, die dich hier beobachten und dir zuhören, was du sagst. Das kann alles nach hinten losgehen. Guck mal, du wirst mich niemals, mich flex, warte, ich sag dir eine Sache, mich flex wirst du niemals hin. Du lachst, aber wenn die Kacke mal richtig am Dampfen ist, dann geht die Post ab, mein Freund. Ey, hör mal zu, Du was lachst willst du, zwar, du findest es was als willst du, was Moslem willst lustig. du? Du Ja, lachst, weil du ich denkst, finde das ach, sehr wir lustig. Ich finde Muslime, das sehr wir lustig. halten alle Ich bin zusammen. auch, Aber nein, Kerle, warte mal du kurz. musst aufpassen. Ich sag dir Ich ehrlich, passe, ich. irgendwann mal Nein, geht die Post richtig ab, Mann. ey, Da hör mal, sagst du nicht mehr, ich bin ja. Moslem. Dann Ja, sagst du, ich ja, sage bis zu Deutschland, meinem Tod, Amen. Ja, Deutschland, bis zu meinem Amen. Tod sage ich, ich Ja, bin Moslem. Deutschland, Amen. Bis zu meinem Irgendwann Tod mal sage ich, lachst du ich bin nicht Moslem. mehr. Guck, weißt du, weil ihr lebt alle in eurer Film, ihr wisst alle gar Nein, nicht, was das abgeht ist in der nicht Film. Realität. Das ist eine Ihr lebt klare in eurer Ansage von Realität. mir. Du musst Wisst ihr, ihr vorsichtig lebt auf sein mit dieser, deinen ihr lebt auf dieser Sachen, was du Plattform. Ihr wisst sagst. nicht, was draußen alles abgeht. Wisst ihr nicht?
Es gibt Menschen, die sterben draußen auf den Straßen und ihr kümmert euch um irgendwelche Religionen. Das meine ich damit, okay? Die Intention dahinter ist, dass ihr euch um sowas hier kümmert, weißt du, während andere okay, in irgendwelchen weißt anderen du was? Ländern sterben. Weißt du okay? was? Weißt du was? Wir machen es einfach. Wenn du hast ja hier von der Männlichkeit gesprochen. Ich wünsche dir trotzdem noch eine schöne Nacht. Warte, ich bin noch nicht fertig. Warte. Eine Sache. Nein, ich möchte eine Sache. Mach deine Kamera an. Du redest hier von Männlichkeit. Ich bin Mann genug, mich hier zu zeigen. Ich bin Mann genug, deine Religion zu kritisieren. Also zeig jetzt dein Gesicht, weil ich habe solche Hochrest, über deine Religion zu sprechen. Und ich werde dich weiterhin kritisieren. Dann zeig doch mal dein Gesicht. Yalla, zeig mal dein Gesicht. Warte, weil Yalla, komm. Du bist ein Mann. Du sagst, du bist ein Mann. Zeig dein Gesicht. Zeig dein Gesicht. Du siehst zeig dein Gesicht. Mehr brauche ich auch nicht sagen. Ich mach nur einen Screenshot, schick das an jeden. Du wirst überall gejagt. Wetten wir. Du kleine Angsthase, jetzt geht er raus. Wir versucht dir, keine Ahnung, Jesiden schlecht zu reden, andere schlecht zu reden, dass wir nicht Meinungen äußern können oder so. Solche Leute regen mich einfach auf, Mann. Ja, das ist ach. Kindergarten. Wahnsinn, Alter! Zeig mal dein Hochess! Zeig mal dein Gesicht! Ich sag mal so, jeder sollte sich selbst belehren, was, wenn ein anderer über dich redet, über deine Religion, willst du auch über seine Religion reden. Das ist ja völlig normal, legitim. Weißt du, und dann reden wir über Jesiden, was mit den Jesiden passiert ist. Die sagen, nein, ich habe nichts gemacht, ich bin harmlos. Ich habe nichts gemacht. Ja, genau. Das ist normal, ja. Das ist genau. Verblendung. Ja. Du weißt ja, alles Gute ist, ja, das Böse, nein, da haben wir nichts zu tun. Wahnsinn. Ja. Nein, Bruder. Ali, das tut mir weh, Mann. Ich sag dir ehrlich, Mann. Ja, die Leute nehmen das ja auch gar nicht ernst. Also wir haben ja auch, ne, David Jungs, die hören ja gar nicht auf TikTok oder sowas. Wir nehmen so eine Leute gar nicht ernst. Weißt du, da musst du ja drüber stehen, das sind ja kleine Kinder. Komm, zeig dein Gesicht, komm, ich hau dir eine rein. Ey. Was änderst du damit? Er wird trotzdem weitermachen. Katastrophe. Katastrophe. Ich hab auch das Gefühl gehabt, der will sich hauen. Aber wir können erstmal, ne, guck mal, jeder kann ja froh sein, wir sind ja, ne, alles so gesehen, ne, Ausländer in diesem Land, auch irgendwo, ne. Wir können echt froh sein, dass wir hier unsere Meinung sagen, denn stell dir vor, sie sind an der Macht, dann sind wir aber echt am Arsch, weil da hast du nichts mehr zu sagen. Ja. Ne, darum geht's ja, ne, das versteht der nicht. Der hat sich gerade eingeladen. Oh, shit. Oh, hello, Ziggy. Oh, ey, Bro, es war aus Versehen, tut mir leid, warte mal, ich gehe raus, kick mich bitte. Okay, alles klar. Also ich sag mal so, jeder, das ist ja keine Beleidigung, du beleidigst ja nicht, du klärst ja nur auf, du deckst ja nur deren, sagen wir mal, Quellen, ne? Also, aber die haben damit einfach ein Problem und das pisst mich an. Seit Tagen habe ich mir echt Gedanken drüber gemacht, so weißt du, ich denke mir so, hä, das ist doch unser Problem. Hör mal zu, ein schwarzer Schokolade. Mein bester Freund, der mich aus dem Dreck rausgeholt hat. Mann, geh runter, Mann. Es sind Leute, die dich beobachten, Mann, du kleiner Hund, du. Geh runter. Leute, es tut mir leid, wenn ich beleidige gerade, aber der musste runter. Ja, natürlich. Ja, kleine Dinger, sein Kopf werde ich spalten. Das ist das, was ich mit dem mache. Die Leute haben keine Ahnung, auf was sie überhaupt sich... Ey, Mann, das regt mich schon wieder auf, Leute. Es tut mir mega leid. Tut mir wirklich leid, ich entschuldige mich dafür, dass ich beleidigt habe gerade. Wirklich, nimm das bitte nicht ernst, aber das sind so Leute, da muss man echt klare Grenzen zeigen. Ja, aber gleich kommt der mit der Hautfarbe. Er ist selber Ausländer und gleich greift dich an mit Hautfarbe. Weißt du, was für ein Dreckiger. Er ist selber hier Gast in diesem Land. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ich muss mich ein bisschen beruhigen. Das ist... Ich reg mich gerade so extrem auf, weißt. Gestern kam ja eine Schwester von uns, die Jesiden, wo sie die eine Geschichte erzählt hat. Bruder, das geht mir bis heute noch in den Kopf. Bruder, das macht mich schon traurig. Ja, weißt? Ist schon heftig. Und dann kommt so einer, der so besoffen redet und du Schwarzer. Steh einmal vor mein Gesicht. Ich beweise dir, wer Mann ist. Ja. Ich zeig dir, wer wirklich Mann ist. Wer rennt weg? Weißt du, so eine große Klappe immer haben, das ist der Wahnsinn. Wahnsinn, Mann. Ja. Hatten wir Leute, auch. Leute, wie gesagt, ich entschuldige mich wirklich nochmal. Wirklich, es tut mir von Herzen leid, wenn ich so rede, aber das tut mir einfach weh, das nervt. Ich sag mal so, du beleidigst ja deren Religion nicht, du klärst ja nur auf, Mann. Das ist ja völlig was anderes. Denn du kannst ja sagen, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden beleidigst, dass du das sagst ja nur und deckst auf hier und
eure Gelehrten sagen das ja selber, das und das. Ne? Nieder, ich küsse dein Herz, Bruder. Das bedeutet jetzt, das, sorry, Ali. Das ist ja nur Aufdecken. Also deswegen, die wollen ja nicht, dass du das aufdeckst. Viele sind ja im Unwissen, das sind ja Teilzeit. Ich sage immer, nichts gegen Muslime, Teilzeit-Muslime. Wir sitzen in Shisha-Bars, leben gar nicht den Islam, begehen ja auch Sünden so gesehen. Deswegen, also da kannst du nicht sagen, ich bin hundertprozentiger Gläubiger. Also das ist schon ein völliger Irrweg. Absolut, absolut. Aber ich finde es gut, wir sind wenigstens nicht so wie die, aber trotzdem, das sind so Menschen, die, ganz ehrlich, die regen mich so auf, Alter. Da muss ich gleich auf Attacke. Weißt du, davor immer so ruhig und so, dass die alle immer, nervt mich einfach. Drohen. Ich habe hier das Sagen. Weil du auch in der Rest, ich habe das Sagen. Du redest, wenn ich dir das sage. Also die versuchen ja nicht, ich habe das Sagen. Wahnsinn. Auf jeden Fall, Leute, will ich mich nochmal entschuldigen. Es tut mir mega leid, ja. Alles gut. Flex, ich bin jetzt auch runter. Wie gesagt, die Regel ist ganz einfach. Wenn Sie aufhören, Lügen über die Bibel zu erzählen, hören wir auf, die Wahrheit über den Islam zu sagen. Auf jeden Fall. Gott Segen an alle. Ja, auf jeden Fall. Das Leben noch nie über irgendwelche Religionen hergezogen. Ich habe ganz andere Probleme. Das Leben ist viel zu schön über andere. Gott Segen an alle. Auf jeden Fall. Ja, man sollte sein Leben und jeden respektieren, an was er glaubt. Das ist doch sein Problem. Zum Schluss, dann kommt er halt, was weiß ich, in die Jahannam oder sonstiges. Flex, mein Bruder, alles gut bei dir. Auch gut. Warte kurz, Bilal. Ali, gib mir eine Sekunde. Esdot, wie geht's dir? Wie geht's euch? Hoffe, alles gut bei euch. Ich bin jetzt durch die reingekommen, hab ein bisschen was gehört, ich wollte nämlich mal erkundigen, was das Thema ist. Ja, wir haben einfach ganz normale Religionsthemen hier. Wir reden über das Evangelium und dann haben wir auch ein bisschen, wie gesagt, Islamkritik, ne, und schauen uns die Sache mal ganz genau an. Okay, darf ich fragen, wie lange du das schon machst, also diese Aufklärung? Ist das jetzt seit kurzem? Jetzt erst seit ein paar Monaten. Also es hat jetzt nicht mit dem aktuellen Konflikt jetzt in Gaza zu tun, dass es jetzt irgendwie nochmal zusätzlich irgendwie Zündstoff ist. Weil ich finde es sehr, sehr schade. Also ich bin selber Muslim und wie ich jetzt auch höre, also ich habe meine besten Freunde oder ich sag's mal meine Brüder, wir haben eine ganz andere Denkweise, was, sagen wir mal, das Miteinanderleben ist. Und ich finde es sehr, sehr schade. Okay. Manche Leute, also ich jetzt hier auch in der Gruppe, jetzt habe ich, ich weiß jetzt nicht genau, wer das war, aber ich glaube, der ist jetzt auch hier online, dass der so abfällige Wörter macht mit Teilzeit-Muslim. Also das könnte man auch eigentlich auch gegen andere Religionen behaupten. Aber ich finde es halt aktuell sehr, sehr schade, weil wir haben gerade so eine sehr schlimme Situation. Und dass dann jetzt nochmal jetzt eine Aufklärung, jetzt so wie ich das jetzt raushöre, jetzt als Kritik gegen den Islam, finde ich persönlich ein bisschen schade. Ich kann dir auch sagen, warum. Ich finde, aktuell wird gerade sehr, sehr viel gegen meine Religion gehetzt. Wir können uns halt auch nicht mehr offen, sagen wir mal, ausdrücken. Und wenn jetzt zum Beispiel solche Aufklärungs Lives jetzt sind, mit welchem Hintergrund auch immer, ob das jetzt irgendwie Views ist oder Likes oder einfach, wie nennt man das, Attention, also so Aufmerksamkeit, finde ich irgendwie jetzt aktuell nicht passend. Ich finde eigentlich... Aber eine Frage, wenn ich dich kurz unterbrechen dürfte, ja, was siehst du denn als Hetze? Weil das, was ich mache, ist Aufklärung. Was ich mache, ist ja, ich zitiere aus deinen Schriften. Also warum ist das für dich Hetze? Jetzt ist er rausgegangen. Okay. Wer ist rausgegangen jetzt? Ah, okay. Was siehst du denn als Hetze? Wenn ich jetzt etwas aus einem Buch zitiere, ist es dann Hetzen? Die Sache ist jetzt auch, also ich sag mal, wenn man zitiert, sollte man auch richtig zitieren und nicht irgendwie kurze Abschnitte als Zitate zu. Okay, dann mache ich das, guck mal, Esdot, dann mache ich das jetzt mal ganz kurz für dich, okay? Ja. Wenn das Hauptproblem ist, ja, ich kann lesen, du kannst lesen, jetzt frage ich dich mal, ich mach mal jetzt ein Beispiel.
Es kommt ein neues Gesetz raus, ja. Sobald du in einem Aktenkoffer geschissen hast, ja, TikTok sportlich, ist es eine Straftat. So, ich gebe dir jetzt das Buch und du liest genau aus derselben Quelle. Wenn du in den Aktenkoffer reinscheißen tust, ist es eine Straftat. Ist es dann metaphorisch gemeint oder ist es genauso gemeint, wie es gerade erklärt worden ist? Ich habe es nicht verstanden. Ich wiederhole mich nochmal. Ja, ich wiederhole mich nochmal. Bei allem Respekt, ja, Leute, sorry, wenn ich jetzt so ein blödes Beispiel nenne, aber ich muss dieses Beispiel nennen. Also, sagen wir mal, im allerschlimmsten Fall, wenn Hänsel und Gretel zum Beispiel spielen, ja, greifen sie dann die Hexe an? Worauf willst du hinaus? Das ist die Frage. Okay, ich gehe nochmal auf das Thema Aktenkoffer nochmal. So, wenn jetzt ein Gesetz rauskommt, jetzt musst du wirklich gut zuhören, wenn jetzt ein neues Gesetz rauskommt, und da drinnen steht, wehe, du kackst in den, oder du scheißt in den Aktenkoffer rein, denn es ist eine Straftat. So, ich gebe dir jetzt das Buch, du liest aus derselben Quelle, ja, und da steht drinne, oh, wenn ich jetzt in den Aktenkoffer reinscheißen tue, ja, TikTok sportlich, dann ist es eine Straftat. So, hast du es jetzt metaphorisch verstanden oder hast du es genauso verstanden, wie ich es gerade gesagt habe? Natürlich metaphorisch. Warum metaphorisch? Jetzt gerade meinst du, weil du hast jetzt einfach, also ich gehe mal davon aus, du hast etwas beschrieben mit, weil keiner scheißt eine Aktenkoffer. Also wenn jetzt in dem Gesetzbuch drinne steht, du darfst das nicht machen, ja. Habe ich dann was Falsches gesagt oder lese ich genau das, was da drinne steht? Bruder, ich... Du führst das aus, was drin steht. Das soll er damit sagen. Ja. Du führst das aus, was drin steht. Guck mal, worauf ich jetzt hinaus will. Tut mir echt leid, wenn ich mich jetzt nicht so gut ausdrücken kann, weil ich bin mehrsprachig aufgewachsen. Bestimmte Sachen verstehe ich auch nicht. Ich kann dir nur eins sagen, mein persönlicher Rat... Ich würde auch nicht sagen, ich verbiete keinem etwas, weil ich habe auch nicht das Recht zu verbieten, aber aus aktuellem Anlass, ich würde dir Folgendes sagen, es kommt nicht gut rüber, wenn du dadurch etwas provozierst, dass Leute, die mit kochendem Blut dann halt auch keine Ahnung haben, dann wie vorhin dieser eine Kollege, der kam und dich dann beleidigen wollte, sowas zu erzwingen, finde ich persönlich nicht schön. Wenn du solche, sagen wir mal, Aufklärung machen willst, dann würde ich dir raten, eine Aufklärung mit Leuten zu machen, die auch Ahnung davon haben, aber nicht mit dem Publikum, was wir hier in TikTok haben oder sonstiges. Deswegen ist es ein Fehler am Plan. Ich weiß nicht, also ich sehe es ja auch jetzt gerade so, wie du gerade auch guckst, dass es so ein Unverständnis für dich ist. Man könnte auch natürlich gegen andere Religionen irgendwas sagen, weißt du, aber... Eine Frage, sagst du das auch zu Joker und Hamdi? Was du mir jetzt gerade sagst, sagst du das auch zu Joker und Hamdi? Wer ist Joker und Hamdi? Du kennst keinen Joker und Hamdi? Nein, wer ist Joker und Hamdi? Okay, Liebe zu Hadith kennst du doch auch, oder? Sind das Namen von irgendwelchen Leuten? Namen hier im TikTok, ja genau. Okay, tut mir leid, also ich kenne die Leute nicht. Du kennst sie nicht. Ich bin durch For You jetzt da drauf gekommen und habe so ein bisschen reingehört und deswegen bin ich schon hochgekommen und habe gesagt... Aber eine Frage, ja. Mich interessiert das. Guck mal, du hast doch gerade eben gesagt, ja, das ist ein falscher Zeitpunkt, darüber zu reden, etc. pp. Die Frage wäre jetzt, eine ganz, ganz spezielle Frage wäre jetzt, wenn das ja der falsche Zeitpunkt ist und dir das nicht gefällt, was hier die Christen machen oder was über was die Christen sprechen, frage ich dich jetzt... Ich muss ja einen Einschnitt machen mit Christen. Ich sehe deine Aussage nicht im Zusammenhang, dass du für die ganzen Christen sprichst. Du redest für dich. Also das kann ich dir schon mal sagen, also weil du sagst, dass die Christen machen, das stimmt nicht. Nicht alle Christen denken so wie du. Du als einzelne Person hast ein bestimmtes
Verständnis und denkst, das ist falsch und versuchst das über diese Aufklärung in dieser Gruppe zu machen und dann zu sprechen von allen Christen, ist fehl am Platz. Eine Frage. Ja. Also weil du das hier angesprochen hast, dass ich das kritisiere, etc. pp. Wenn du das nicht hören möchtest oder du sagst, es tut weh, mach das nicht, rede nicht drüber, rede nicht über den Islam. Weißt du, was ich jedem immer empfehle? Guck mal, du gehst hier hoch, da wo Flexabrainia steht. Hier, siehst du, da wo mein Stift ist, da wo Flexabrainia steht. Und weißt du, was du machen musst? Du musst nur einfach Flexabrainia sperren, du siehst meinen Stream nie wieder. Warum machst du nicht einfach das? Weil ich als Muslim habe eine Verantwortung, wenn ich was Falsches höre oder Unrecht sehe, dass ich meinen Mund aufmache. Und in diesem Fall habe ich das gemacht. Und jetzt hast du auch meine Meinung gehört. Und das war es dann halt auch für mich. Das war der Zweck für mich. Das heißt, ich habe meinen Soll getan. Du hast deinen Soll getan. Genau. Ja, aber du musst dieses Soll ja nicht tun, wenn du mich ganz normal einfach oben sperren kannst. Aber dann siehst du mich ja nie wieder. Aber warum sollte ich dich denn sperren? Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Wovor habt ihr denn Angst, wenn wir das kritisieren und das Evangelium verbreiten? Warum habt ihr so große Angst davor? Keiner hat Angst davor. Keiner hat Angst. Ja, aber warum kommt ihr zu uns? Oder warum kommen die anderen, bedrohen uns, ja, und sagen, hey, hört auf, redet nicht drüber. Und dann kommen Morddrohungen, frage ich mich die ganze Zeit, wovor habt ihr denn Angst? Okay. Wenn der Islam ja sowieso siegen wird, wovor habt ihr Angst, dass wir hier es kritisieren? Die Sache ist folgendes, also ich kann dir von meiner Seite aus sagen, ich kann dir sagen, als Muslim, wir haben vor nichts Angst. Vor gar nichts haben wir Angst. Und die Leute, jetzt, die jetzt irgendwelche Bedrohungen oder sonstiges machen, also für die kann ich nicht sprechen. Guck mal, hier hat einer gerade eben geschrieben, das hat nichts mit Angst zu tun, sondern wir wollen unsere Mitmenschen helfen und recht leiten zu werden. Ja, darf ich denn als Christ meine Mitmenschen auch nicht helfen und recht leiten? Leute, ich schlage euch mit eurer eigenen Waffen. Ihr versteht das nicht. Also wenn ihr eure Dauer macht, ja, und die Bibel kritisiert, was ihr immer macht, ja, die Bibel ist verfälscht, es ist falsch. Aber wenn wir Christen sagen, euer Koran ist falsch, oh, da ist gleich die Hölle. Ja, wo ist das Problem? Finde den Fehler. Ich war jetzt ja nur gerade eine Verallgemeinerung von dir, dass du denkst, dass wir alle so denken. Also ich kann dir von meiner Seite aus sagen, ich bin auch Muslim, ich denke nicht so. Ich sag dir, jeder soll machen, was er will. Jeder soll seine eigene Religion ausüben, wie er will. Und keiner sollte eine andere Religion respektieren. Und das ist auch, was in meiner Religion, dem Islam, also das gelehrt wurde, ich darf nicht über andere Menschen urteilen. Also ich kann es dir nur von meiner... Aber du urteilst doch gerade über mich. Nein, ich urteile doch gar nicht. Ich sage doch nur, das, was du machst, also diese Kritik an Islam, ist falsch. Es ist falsch, ja. Die Schriften, die ich hier zitiere, sind falsch. Ja, sind falsch. Darf ich mal was dazu sagen, Bruder Herz? Also ich möchte nur dir Bescheid sagen, das, was der Bruder macht, der Flex, er deckt einfach nur die Finsternis auf. Was er macht, sind ja nur Fakten. Wenn du sagst, dass das halt schlecht ist, dann sagst du ja selber, dass deine Schriften ja schlecht sind. Ja, also wir verkünden eigentlich, ich bin auch katholisch geboren worden, und wenn die über die Katholiken jetzt kritisieren und das sagen, was die römische katholische Kirche macht, dann würde ich denen ja recht geben, weil ich selber habe ja gemerkt durch das Wort Gottes. Denkst du sehen, ich habe deine Nachricht gelesen, Bruder. Durch das Wort Gottes weiß ich, dass die vieles falsch machen, auch die römische katholische Kirche. Und deshalb bin ich da rausgetreten, weil ich die Finsternis durch das Wort Gottes erkannt habe. Und wenn du das nicht erkennst, weil der Bruder versucht, euch nur in der Wahrheit zu bringen, der will ja nur das Licht des Evangeliums in euch leuchten lassen, dass ihr die Finsternis selber seht. Wieso wollt ihr das denn nicht verstehen? Du fühlst dich angegriffen, weil du dich mit diesem Islam, mit diesem politischen Islam, dich identifiziert. Er greift ja keine Menschen an, er greift ja nur eine Ideologie an. Das, was der Islam mit den Menschen macht,
das versucht er noch niemals anzugreifen, sondern er versucht das aufzudecken, was das alles bewirkt. Guckt ihr euch die Länder an, wo die meiste Gewalt kommt. Kommt das ja nicht aus dem Persischen Reich, schon von der Bibel aus, von Moses aus, wurde das Volk Israel immer angegriffen. Und ihr seid ja diejenigen, die Israel am meisten hassen und immer angreifen. Guckt ja die ganzen Proteste an. Stell dir mal vor, da wäre ein Krieg von anderen Ländern, würdet ihr gar nicht auf die Straße gehen. Nur weil das eure eigenen Volk, weil ihr euch damit identifiziert, alle Muslime. Deshalb... Er ist rausgegangen. Er ist rausgegangen. Ja, er wollte das wahrscheinlich nicht mehr hören. Ja, er kann das, ja, es ist ganz einfach. Es ist ganz einfach. Also, ich werde das offiziell nochmal sagen. Ja, und das geht auch an die Muslime nochmal. Wer hier reinkommt und die Wahrheit hören möchte, der hört zu. Wenn es wie ein Herzstich ist für diese Person, Leute, nochmal, geht hier hoch. Flex, sperren. Ihr müsst nie wieder meinen Stream sehen. So einfach ist das. Bruder, aber ich kann das verstehen und du verstehst das auch. Weil die selber ist es schwer, in diese Religion rauszukommen. Weil die verlieren viel mehr, als was ein Katholiken verliert oder ein Orthodox, wenn er da rausgeht und nur sich mit das Wort Gottes sich beschäftigen und nur jetzt die Bibel folgen will oder Jesus Christus folgen will. Für die ist es ja so, die verlieren ja Familie, die Gemeinschaft. Gemeinschaft, ja. Ja, genau. Ja, aber ich muss ehrlich sein. Guck mal, Leute, lasst mich mal von meiner Seite aus was erzählen. Ich habe das sehr, sehr oft gesagt, aber ich sag das nochmal von meiner Sicht aus, ja. Leute, stellt euch mal vor, ihr geht in irgendeinem Stream rein, okay? Dieser Stream gefällt euch einfach nicht. Ihr schaut euch das an, ihr denkt euch so, pff, der labert doch so ein Müll. Dann geht man raus und das war's. Du gehst nie wieder in diesen Stream rein, weil du dir denkst, so, ach warte, da gehe ich nicht rein, das juckt mich eh nicht. Ja? Dann gehst du da auch nicht mehr rein. Das war's. Das war's. Aber die ums Verrecken, die versuchen dich mundtot zu machen, indem sie in deinem Stream reinkommen mit Aggression, mit ihrem bösen Geist, was die in sich tragen und wollen uns sagen, hey, sei ruhig, rede nicht drüber. Und das hat ein Ende. Das ist irgendwo, habe ich gesagt, alles klar, hier setze ich eine Grenze. Der Nächste, der kommt, ganz ehrlich, der soll sein Gesicht zeigen und ganz ehrlich, ich verstehe da keinen Spaß mehr. Weil das ist unser Stream. Dieser Stream hier gehört den Jesiden. Dieser Stream hier gehört den Christen. Und wir werden niemals einen Jesiden hier drinnen sehen, der uns beleidigt. Wir werden niemals einen Christen sehen, der hier in diesen Stream kommt und uns beleidigt. Wenn ihr das nicht hören möchtet, ja, an die ganzen Muslime, ich sag das nochmal, wenn die Muslime das nicht hören wollen, hochgehen, hier bei Flex, sperren. Ihr werdet meinen Stream nie wieder sehen, es ist gegessen. Denn seht ihr auch nicht jeden Tag einen Flex, der streamt. Fertig. Nie wieder seht ihr mich. Die Sache ist gegessen. Aber hierher kommen und versuchen, uns hier mundtot zu machen. Ganz ehrlich, Patsch, Nackenklatscher für euch. Nochmal, jedes Mal. Ist mir egal. Ganz einfach. Bruder. In dieser Religion, ja, Bruder, ist es so, wie der, ja, wie der Jesus Christus auch gesagt hat, Entschuldigung, dass ich jetzt nochmal störe. Er hat ja auch gesagt, ja, Bruder, ich bin als Licht in dieser Welt gekommen, aber die Seinen wollten ja in der Finsternis bleiben, weil sie ja selber nicht aufgedeckt werden wollten. Und Jesus... Die sollen in der Finsternis bleiben, wenn sie den Herrn nicht erkennen wollen. Und deswegen gab es auch einen Punkt, wo der Herr Jesus Christus auch sauer wurde. Warum? Denn sie haben den Satan zum Vater genommen. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Das muss man aussprechen. Es ist einfach so. Ja, Bruder Herz. Ja, ich wollte sagen, das, was wir da machen in Europa jetzt, sie sagen Islamophobie. Sie haben diese Christianophobie seit 1400 Jahren. In ihren Moscheen, überall. Sie leugnen, sie schimpfen über die Christen, über die Juden. Seit 1500 Jahren hat dieser Mann, keiner von denen gesagt,
Was ist los mit uns? Sie haben die Christen vernichtet in ihre Länder. Die sind alle weg. Sie können nicht mehr aushalten, nicht mehr atmen. Und jetzt dieser Mann kommt und sagt, ihr redet jetzt in dieser Zeit. Und das mit dem Türke da, wo du das gemacht hast, zeig deine Bild. Die Leute kenne ich, ich kenne, ich habe im Gesicht gesagt. Und sie haben gesagt, weißt du, wann die anderen hören? Ich habe gesagt, ja, ich sage, also kannst du probieren, probieren. Kannst du probieren, dagegen machen. Aber die sind so feige und so Lügner. Sie glauben auch an ihre Religion nicht. Wenn sie glauben, würden sie auch tun, was da im Koran steht. Aber sie sind nur Heuchler. Und nochmal, etwas wollte ich dir sagen, dass in der letzten Woche, also diese Woche ist das passiert, gibt es im Alten Testament eine Schrift über einen Prophet, wo nicht Jude war. Jüdisch. Ja. Du weißt ja, er ging in die Front und wollte, weil sie die Volk hat er ihm gebeten und Druck gemacht, dass er für sein Volk betet, gegen Israel zu Krieg gewinnen. Kennst du diese Geschichte? Die Geschichte tatsächlich kenne ich nicht. Ja, gibt es einen Prophet? Ich kenne den Namen nicht jetzt, aber und er ging in die Front und er hat den Esel auf der Eselrücke. Als er ging, stand er der Engel und hätte fast ihm und sein Esel getötet. Und er hat den Esel will er nicht mehr laufen, oder? Weil er sieht den Engel. Und nachher der Mann schubt den Esel, der Prophet, und der Esel redet mit mir, siehst du nicht den Engel, der tötet mich und dich auch. Und diese Woche ist genau so in dem türkischen Parlament, eine hat so gegen Israel geredet. Ja. Und er hat gemeint, dass der jetzt Erdogan viel zu wenig macht, umgekehrt, er hilft die Israel und so. Am Schluss hat gesagt, am Schluss wird der Gott euch bestrafen und er ist gerade um Kate gestorben. Er selber in dem Parlament trakt gestorben. Er hat den Engel nicht gesehen, Bruder, weil er hätte sollen auch Esel haben. Wer hätte Esel gehabt, hätte der Esel den Engel gesehen dort. Wahnsinn. Okay. Das ist passiert. Kannst du im Internet schauen? Diese Woche im Schick mir das. Ich schaue mir das mal ganz in Ruhe an. Wie soll ich dir schicken, Bruder? Kannst du türkische Parlament diese Woche? Okay, Bero schickt mir das. Bero schickt mir das. Die letzte Wort von ihm, als er Abschied geht herum. Und das hat mir gerade diese Geschichte von dem Esel und dem Propheten. Er hätte sollen, jetzt zum Lachen bitte, er hätte sollen auch ein Esel dabei haben, hätte Esel ihm gemacht. Bruder, also so einfach ist gegen Israel nicht einfach so. Israel, wenn er Recht hat, ist Gott immer mit ihm. Aber nur wenn Israel nicht Recht hat, dann Gott bestraft ihn. Richtig. Aber jetzt hat er Recht. Niemand redet, dass die Palästinenser 1500 Juden umgebracht, bestialisch umgebracht hat. Niemand redet von denen. Die reden von Gaza. Also Israel hat Recht, seine Bevölkerung zum Schützen und Gott ist mit ihm. Elohim ist mit Israel. Der hat Recht. Auf jeden Fall. Das wollte ich sagen. Wir wissen auch ganz genau, dass Gott dieses Land liebt. Aber wenn sie nicht im Recht sind, dann wird auch was? Wird Gott Israel bestrafen. Das hat er immer gemacht. Das hat er immer gemacht. Aber wenn Israel im Recht ist, dann wissen wir auch ganz genau, dass Gott Israel immer beisteht. Und seine aber Gegner, wenn sie nicht im Recht sind. Und seine Gegner beim letzten Wort verwischt er. Ja. Und dieser Mann kommt er von einem Ort, wo vor 40 Jahren Aleviten umgebracht haben und er ist von dieser Partei Verantwortliche. Also ist einer, wo selber vielleicht, ich kenne den nicht genau, aber vielleicht ist er auch einer, wo diese erlaubt hat, dass man die Aleviten Völkermord begegnet in Marasch, Karaman Marasch. Das wollte ich sagen, Bruder. Mhm. Ja, danke. Danke für das Statement auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Ja. Ne? Später habe ich noch mal was Schönes vorbereitet, also entweder an unsere Aramäer. Sag mal, ganz kurz, wie viel Aramäer haben wir hier in den Chats, Leute? Alle mal Daumen hoch, wie viel Aramäer haben wir hier? Wie viel Aramäer haben wir hier und Jesiden? Jesiden, wie viele Jesiden haben wir hier drinne, Leute? Alle mal Daumen hoch hier. Aunus, Aunus, Aunus. Wo seid ihr, meine Brüder? Mexikaner.
Wo sind unsere Mexikaner? Wo sind unsere Aramäer? Wo sind unsere E7? Wo seid ihr alle? Wow, was weltschön. Zeigt mal ein bisschen eure Daumen nach oben. Ich küsse doch eure Herzen. Was ist deine Frage, Stanflex? Ja, Gianni. Du weißt doch, dass Jesus Christus, die Moslems immer sagen, dass sie den Isa lieben, ne? Als ihr Prophet. Ja. Und jetzt will ich von dir eine Frage wissen. Was wäre gewesen, wenn Jesus Christus in der heutigen Zeit gekommen wäre, Gott im Fleisch, und hätte bei den Muslimen gesagt, in den islamischen Ländern, ich bin der Sohn Gottes. Was hätten sie mit dem gemacht? Was glaubst du? Boah, sag du es mir, Bruderherz. Du brauchst nur in ihre Schriften zu lesen. Da steht ja derjenige, der sagt, die Juden und Christen sagen, dass Isa, der Sohn der Maria, Allahs Sohn ist. Die sind verflucht. Was glaubst du, was sie mit Jesus gemacht hätte, wenn er das gesagt hätte? Die hätten denn, wenn der Mohammed Zeit hätten, die kaltblütig enthauptet. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Mohammed Zeit hätten Mohammed und seine Gefährten ihn kaltblütig ermordet. Deshalb, wenn die sagen, die lieben Isa, ist das eine Lüge. Auf jeden Fall. Ganz kurz, Leute. Ganz kurz. Ich hole jemanden rein. Und ihr müsst euch nur kurz alle stummen, nur für die nächsten 5 Minuten. Ganz kurz, ich hole kurz jemanden rein. Alle nur kurz stummen, ne? Das wäre wirklich sehr, sehr respektvoll. Und Leute, für die Liebe immer wieder die esidische Flagge hier reinposten und die aramäische Flagge. Die armenische Flagge tue ich heute noch hinzufügen, Leute. Heute Abend wird es wirklich ein geiler Stream, Leute. Ne? So. Saka, was können wir denn für dich tun, mein Lieber? Ich wollte nur fragen, wie es dir geht, Bruder. Mir geht's gut, und dir? Ich kann nicht klagen, ja. Mhm. Aber das, ja, erzähl jetzt. Warum bist du denn heute hier? Ich bin ehrlich gesagt zufällig jetzt hier. Ich habe gescrollt ein bisschen, dann sah ich dich und dann habe ich mir gedacht, komm, höre ich dir mal ein bisschen zu, was der zu sagen hat. Ja, möchtest du uns heute noch was sagen? Oder möchtest du was sagen generell? Ist es okay, wenn ich später dann nochmal, weil ich schreibe mir ein paar Sachen auf und dann... Naja, also ich versuche dir mal eine Frage zu stellen. Ne? Sag mal, warst du denn zufälligerweise bei Liebe zu Hadis? Du nennst sie ja Gummibärenbande, ne? Ich weiß nicht, ich frag dich ganz normal. Warst du bei Liebe zu Hadis in dem Stream? Nee, das war nicht sein Stream, der war nur dabei. Da bin ich auch oft, ja. Aha. Sag mal, du warst ja die Tage hier bei uns, ne? Und du hast dir ja die Sachen aufgeschrieben, ja. Bist du ein Schaf im Wolfspelz? Ein Schaf im Wolfspelz? Nein, um Gott, wie kommst du denn darauf? Okay. Sag mal, ich habe Screenshots von dir gesehen, wo du dich drüber lustig machst, über den Christentum, als die gepredigt haben und du dann auch mitgelacht hast. Und die sich lustig darüber gemacht haben. Da habe ich gesehen, wie du gelacht hast. Eine Wurf in den Schafpelz. Ganz kurz, Johannes. Ganz kurz. Das war ja auch lustig, wenn wir ehrlich sind. Ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist. Weil, guck mal, du bist ein Schaf im Wolfspelz. Das ist meine Meinung. Das ist aber nicht böse gemeint. Nein, alles gut. Aber wenn ihr euch jetzt lustig über den Islam macht, dann seid ihr auch alle am Lachen. So. Von daher ist das ja... Ja, aber du kommst hier rein wie ein Schaf im Wolfspelz und willst... Ein Wolf. Ich bin ein Wolf im Schafspelz, meinst du? Was auch immer. Andersrum, diesrum. Am Ende kommt ja das Gleiche raus. Sorry. Aber ganz ehrlich, was ist denn deine Intention hier drinnen? Ja. Ja, Saka, was ist denn deine Intention jetzt hier drinnen? Ich hab Screenshots gesehen von dir, wo du gelacht hast und dich auch drüber lustig machst. Also frage ich mich eigentlich, was willst du denn hier bei uns Christen und Jesiden eigentlich? Ja gut, ich meine, ihr redet ja über den Islam, deswegen habe ich mir gedacht, komm, da höre ich mal rein. Mhm. Weil das ist aber ein Thema. Ich meine, ihr habt ja gerade Islam... Ja, erzähl.
Vielleicht kann ich euch dafür auf die eine oder andere Frage antworten. Weil ich meine, der Kollege hat ja gerade eine Frage gestellt, was würde mit Jesus passieren, wenn er da und da wäre? Na, das ist ja alles Thema Islam, was wir. Du sollst mir nur meine Frage beantworten. Du beantwortest meine Frage nicht, du weichst dir ab. Erzähl nochmal deine Frage. Oder noch besser gesagt, warum beleidigst du den Christen eigentlich? Warum? Ein Christen beleidigt, womit denn? Was ist denn für dich eine Beleidigung? Erzähl mal, was denn so? Was ist denn für dich eine Beleidigung? Das Ding ist, ich kann dir hier in TikTok leider die Screenshots nicht schicken. Ich frage dich noch einmal, warum beleidigst du den Christen? Ja, aber ich muss ja erstmal wissen, was ist denn für dich eine Beleidigung? Was ist denn für dich eine Beleidigung? Ich weiß nicht. Das muss ich hier nicht sagen. Du weißt es. Du weißt, worauf ich hinaus möchte. Und ich frage dich ganz normal, warum kommst du denn hier rein, wenn du auf der anderen Seite sowieso fest davon überzeugt bist? Weil ihr hier über den Islam redet und ich in der Hoffnung bin, dass ich euch die Antworten geben kann. Ja, aber wo du hier reingekommen bist, hast du noch gewisse Sachen dir aufgeschrieben, hast gesagt, oh, ich bin unwissend, ich sollte mir mal die Sache mal ganz genau anschauen. Darauf gehst du aber in einen anderen Stream und machst dich aber drüber lustig. Also was machen wir da jetzt? Nein, das war erst nachdem ich mich schlau gemacht habe. Nee, das war erst, guck mal, ich sagte, wie das war. Ich habe mir die Sachen aufgeschrieben, dann habe ich gemerkt, okay, das hat keinen Sinn gehabt, was sie mir da erklärt hat. Das widerspricht sich vollkommen. Und da habe ich mir gedacht, weißt du was? Ich habe sogar bereut, dass ich kurz daran gezweifelt habe. Ja. Hey, das war ehrlich. Kleinen Moment. Ich hab nicht, also, das war echt heftig gleich. So, ne? Und dann habe ich mir gedacht, ey, ganz ehrlich, tut mir leid, dass ich dran zu. Ich habe mir selbst gesagt, tut mir leid, dass ich dran verzweifelt bin. Oder gezweifelt habe daran. Weil das hat alles gar keinen Sinn gehabt, weißt du, deswegen. Dann antworte doch auf die Frage, was ich gestellt habe. Das war ich. Wenn jemand gesagt hätte, wenn der Herr gesagt hätte, ich bin der Sohn Gottes, das ist doch für euch der größte Schirk, also die größte Sünde, wenn jemand neben Gott jemand beigesetzt, ist ja für euch die größte Sünde. Dann sag du deine ehrliche Antwort, was hätte der Prophet und seine Gefährten gemacht? Darf ich noch eine Sache kurz erwähnen? Jetzt höre ich dich, ja. Okay. Weißt du, also es ist nicht böse gemeint, aber du kommst mir vor wie ein Judas. Ja. Warum bist du Judas? Warum spielst du den Judas? Du kommst zu uns? Jungs, wir müssen schon nacheinander die Fragen stellen. Ich weiß, du kommst zu uns? Hier drin, aber langsam einfach ineinander. Du kommst zu uns, bist sehr lieb, aber gehst rüber und lachst uns aus. Albert, ich küsse dein Herz. Cindy, ich küsse dein Herz. Meiner Meinung nach... Aber ich war schon öfters bei dir. Du tanzt aufs Korb. Saka, du verstehst mich nicht. Saka, guck mal, ist die mal... Ich bin immer überall lieb. Das hat jetzt nichts damit zu tun. Saka, ne? Du hast mich nicht verstanden, worauf ich hinaus möchte. Ich habe gesagt... Fakten, weil ich meine, wenn man richtig in die Materie reingeht bei euch, dann ist das leider nur zum Lachen. Tut mir echt leid, aber das sind zwei verschiedene Schuhe. Nein, das hat nicht gesagt. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich bin immer nett zu jedem. Selbst wenn ein Jude vor mir steht, ich bin nett. Guck mal, Leute, merkt ihr, er geht gar nicht drauf ein, was ich sage. Du gehst auf meine Sachen, gehst du gar nicht drauf ein. Deutscher, ich küsse dein Herz, Bruder. Marcel, ich küsse dein Herz, Bruder. Also ich werde dich jetzt nochmal fragen. Du kommst zu uns und bist mega lieb. Ja, du bist sehr, sehr lieb. Dann gehst du rüber. Ja, Deutscher, ich küsse doch dein Herz, Bruder. Adele, ich küsse dein Herz. Saka, du kommst zu uns, bist ein auf sehr, sehr lieb. Aber wenn du rübergehst, lachst du uns Christen aus. Also du bist in meinen Augen ein Judas. Hör mal, das ist richtig am Hängen. Ich glaube, ich gehe mal raus und wieder rein. Ja, du solltest auf jeden Fall rausgehen, weil du bist ein Judas. Und ich glaube, wenn wir einen Judas erkennen, dann sollten wir ihn auch nicht in unserem Haus einladen. Ne? Aber trotzdem die Frage nicht. Ich werde jetzt mal eine neue Sure rausbringen oder eine neue Überlieferungskette. Das heißt dann Saka ibn Judas. Aber gib mir mal eine Sekunde. Saka ibn Judas. Gib mir mal eine Sekunde, dann bin ich gleich zu Hause und hab WLAN.
Leute, ich küsse doch eure Herzen. Ich küsse doch eure Herzen. Ja, aber Leute, kurz, ist euch mal aufgefallen? Da habe ich WLAN, da kann ich verstehen. Ist euch aufgefallen, Leute, der hat dann angefangen zu zittern. Ich bin immer überall mega lieb, auch bei den Frauen. Flex, aber er sagt, er ist ja wegen meiner Frage hochgekommen, aber trotzdem hat er nicht geantwortet. Auf jeden Fall, Moment, Leute. So, Leute, tut mir leid. Ich bin jetzt, war ganz kurz weg, bin jetzt wieder da. So, jetzt bin ich wieder zurück. Wo sind wir stehen geblieben? Ja, wie gesagt, so darin erkennt man einfach, dass er ein Judas ist. Ist ja auch nicht böse gemeint, aber wir dürfen so solche Leute nicht im Haus, wir dürfen so solche Leute nicht einladen. Sorry. Ne? Also, und in meinen Augen ist es einfach ein Judas. Ist einfach so, ne? Da bleiben wir einfach wahrhaftig und ehrlich zu uns, ne? Zu uns selbst, genau. Christa, Juppi, Zero. Ja. Hallöchen, Gottes Segen euch allen. Guten Abend. Ja. Ich möchte mal ganz kurz was zu Saka sagen. Ja, danach möchte ich auch schnell was sagen. Also, natürlich. Paliflex, ich war, also hier dieser Saka war gestern im Stream von FMPC drin, ne? Und er hat zu Irfan gesagt, also er hat das Tauchvideo von Irfan erwähnt in so einem See und hat dazu gesagt, dass er in diesem See geschissen hat, also wörtlich. Und ich weiß, das ist ein Judas. Ja, ja, und hier hat er sich auf jeden Fall so, so als jemand ausgegeben, der total neutral ist, also echt komischer Typ. Ja, der kommt auch nie wieder hier rein zu uns, also keine Sorge. Besser ist. Ja, aber er ist ja nicht der Einzige, ne? Hier sind so einige Kandidaten, die hier reinkommen, ne? Wo man denkt, ja, oh, ja, ganz viele, du bist ganz sehr lieb, viele. Sehr respektvoll, ja. Das und wenn man sich im anderen Live dann anhört, ne? Was die da von sich geben, ne? So, und dann kommen die sich hinstellen. Ja, aber wir müssen uns ja verteidigen. Ihr beleidigt ja unseren Sohn so. Hallo, was macht ihr denn mit unserem Herrn Jesus Christus? Was macht ihr mit dem? Wahnsinn. Der noch selber bei euch auch als Prophet drin steht. Ob wir jetzt sagen, er ist Gott oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt. Aber trotzdem beleidigt ihr ja euren, auch in Anführungsstrichen, Propheten, indem ihr sagt, ja, der geht kacken und der tut essen und der, der hat noch so ganz andere Sachen gemacht, was ich mitgekriegt habe. Ne? Ich frage mich, in welchem Buch ihr das gelesen habt, in der Bildzeitung oder keine Ahnung wo. Ja, dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Jedes Mal, wenn die nicht weiter wissen, kommt, ja, sag's mir meine Augen, stell dich vor mir. Ja, was ist denn dann, wenn wir uns vor euch stellen? Habt ihr einmal von einem von uns gehört, dass wir sagen, so, nee, das passt uns jetzt nicht, komm mal hier hin, dann reden wir beide mal persönlich, dann gibt's mal ein bisschen Nackenfälle oder keine Ahnung. Was hat das bitte noch mit Glauben zu tun oder was hat das damit zu tun, dass du ein gläubiger Mensch bist, indem du Schläge drohst, indem du dich so nein, aber guck mal, weißt du, was der Knaller ist? Dann guckst Glitter, du im Fernsehen und dann liest du, pass auf jetzt, in einem Kindergarten, ich habe die Stadt vergessen, sind jetzt Leute unsererseits sich dermaßen am Aufregen, dass man unseren Kindern jetzt eine Nikolausfeier nimmt, eine Weihnachtsfeier nimmt, aus Rücksicht. Ja, natürlich. Wer nimmt denn auf uns denn noch Rücksicht? Soll ich jetzt mal in eurem Land kommen und sagen, ach, ich möchte jetzt auch bitte nicht mehr, dass ihr jetzt hier Bayram macht, weil das stört mein Kind. Das würde niemals gehen. Das ja, aber ja, aber wo sind wir denn hier? Und ich habe dir ja gestern hier reingeschrieben, dann wurden wir leider unterbrochen. Nee, danke, ich küsse deine Herzschwester. Ich sag das frei raus. Es ist alles geplant. Es läuft alles schön nach Plan. Genauso soll es sein. Jesiden, unschuldige Menschen, die wirklich ein gutes Herz haben, die hier fleißig sind, sich angepasst haben, integriert haben, ja, und Akzeptanz haben und so weiter. Dann gehen wir mal weiter. Gibt's ja noch, ach, da gibt's ja noch Aramäer und ach, weiß ich nicht wie viele, ne?
So, die kriegen eine Briefmarke auf dem Hintern und da sagt man bye bye. Ja, warum? Die sind ja zu fein, die sind ja viel zu gutmütig. Richtig. Ah, man, es soll ja nur das ganz Aggressive und das richtig, wie Benne, sagt man ich das? Küsse dein Herz, danke. Ja, dass die richtigen, hier bleiben. Was ist geplant? Mann, ey, man will unser Land haben. Ey, wir müssen wach werden, ja? Wir müssen verstehen, in welche Richtung das wirklich geht. Denn hier geht's gar nicht mehr um Glauben und Beleidigung. Es geht hier um ganz andere Sachen, Mann. Man hört das ist ja ganz klar. Ich meine, wenn du hier nach Deutschland kommst, dann solltest du dich auch hier anpassen. Das ist ganz einfach. Und die meisten, die sich hier nicht anpassen wollen, ganz ehrlich, guck mal, gestern hat der Roy uns ja diese Petition gezeigt, ja. Und in dieser Petition habe ich selber gesagt, hey komm, dann posten wir das hier rein, so dass wir die Jesiden unterstützen können, ja. Und das werden wir auch machen. Heute Abend nochmal werde ich das machen. Ich werde das nochmal raushauen, dass alle bitte diese Petition unterschreiben und dass wir die Jesiden eventuell noch helfen können. Ja, wir tun einfach unser Bestes, dass sie nicht abgeschoben werden, weil diese Abschiebung findet jetzt schon statt. Und vielleicht schaffen wir es zu verhindern. Wir haben heute noch Zeit, wir haben morgen noch Zeit. Leute, wir müssen diese Petition unterschreiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Auf jeden Fall und in alle christlichen Lives, wo jeder Bruder und jede Schwester predigt und Lives macht, alle mit an Bord, weil jeder hat ja auch noch andere Leute in seinem Stream und so weiter. Das muss wie ein Feuerwerk rumgehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist jetzt oberste Priorität. Uns läuft heute werde ich sowieso noch mal einen drauflegen. Heute werde ich noch mal, wie gesagt, die Petition noch mal ansprechen. Heute Abend, also ich mache jetzt auch bald eine kleine Pause, ja jetzt noch nicht, aber ich mache noch eine kleine Pause, dann komme ich nochmal abends nochmal so zwischen 23 Uhr, 0 Uhr, 0 Uhr komme ich safe online, dann poste ich die Petition nochmal rein, ne, für unsere Jesiden und alle wirklich radikal reingehen, Leute, ja, radikal reingehen in die Petition und alle unterschreiben für die Jesiden. Ist ganz, ganz wichtig, Leute, wir müssen das machen, ja, weil die sind, wenn sie zurückgehen, die sind bedroht und das können wir uns nicht leisten, Leute. Wir müssen unterstützen, wo es geht, Leute. Ja, wo ist da die Gutmütigkeit von der anderen Seite, ne? Die immer so predigen, dass sie immer für alle Menschen ein gutes Herz haben und so weiter. Über die will ich schon gar nicht reden, das passt, ne? Alles gut. Nein, aber da gibt's ja auch, ich sag mal, es gibt ja diese, wie wir sie nennen, diese Shisha-Muslims, ja? Aber wenn da wirklich wahre Muslims sind, dann dürfte denen das ja nicht egal sein. Ja, die gehen doch auch auf die Straße jetzt für Palästin und keine Ahnung und für sämtliche Sachen, wo sie ihre Rechte haben wollen, also geht auch auf die Straße. Wenn irgendwo eine Demonstration ist, wo Jesiden sind oder so, ich bin dabei. Ich bin der Erste, der dabei ist. Also ich sage auch nicht nein. Gestern hatten wir eine Jesidin gehabt, die hier ihre Geschichte erzählt hat. Ich sag dir ganz ehrlich, das hat mir so weh getan, wo ich selber gesagt habe, hey, offiziell spreche ich das vor 600 Leuten. Sie hat meine Unterstützung. Sie muss schreiben, wenn sie Hilfe braucht. Wie gesagt, ich helfe ihr auf jeden Fall. Da habe ich kein Problem mit. Ja, richtig so. Genau. Ich mache das auch. Ne? Das ist gar kein Problem. Wir helfen, wir unterstützen da, wo es geht und dann ist okay. Ne? Möge der Herr seine betenden Hände über alle halten, jetzt, was jetzt derzeit gerade mit diesen armen Menschen passiert, ja? Absolut, absolut. Das ist ganz, ganz traurig, ist das. Mal, wo sind wir hingekommen? Sehr, sehr traurig. Zero, was können wir denn für dich tun, mein Lieber? Guten Abend, mein Lieber. Ich grüße euch an meine jesidischen Brüder und Geschwister, Idawe Pirosbe, alles Gute zum Fest. Flex, ich wollte mich einfach nur bedanken, dass du dich so stark machst, dass du deine Stimme erhebst. Ich sag dir ehrlich, du als Schwarzer mit Hintergrund, ihr habt es auch nicht schwer gehabt, ihr habt es auch sehr schwer gehabt in der Vergangenheit, habt es immer noch schwer. Und dass du da deine Stimme erhebst für uns, ich weiß gar nicht, wie ich dir dafür danken kann. Hat mich gestern auch berührt, wo ich in deinem Stream war, bin ich dir ehrlich. Ja. Und ja, ich habe selber einen akademischen Grad hier. Und ich muss aber dazu sagen, ich kann nicht über alle Muslime herhetzen. Ich kenne viele, die uns im Shingal-Gebirge damals geholfen haben.
die Pakete zugeschickt haben, LKWs zugeschickt haben. Und deswegen kann ich nicht alle über einen Kamm scheren. Natürlich nicht. Und, sind ja nicht alle gleich. Ja. Du bist ein cooler Typ, du hast eine coole Bande hinter dir. Ich unterstütze das. Ich abonniere dich auch gleich, weil ich das einfach cool finde. Und ja, warte, ich glaube, ich folge dir doch schon, oder? Warte. Nee, ich habe einen anderen Account noch. Ah, ich folg den hier auch. Also ich folge dir auf diesen Account. Danke dir. Und wie gesagt, stark, einfach stark und Dank. Aber ich muss auch davor warnen, dass hier die AfD die Politik betreibt, weil nicht alles, was sie machen, gut ist. Da bin ich dir ehrlich. Da gibt es auch andere Parteien, die setzen sich für uns ein, die es auch machen. Und einfach vorsichtig sein, ne? Nicht alles glauben, was da erzählt wird. Und natürlich. Ja, das wollte ich nur sagen, das wollte ich nur loswerden. Ja. Nee, das passt, Bruderherz, auf jeden Fall. Gestern, wie gesagt, ich muss das nochmal kurz erwähnen, gestern war die eine Schwester von uns da, die Jesidin, und die hat ihre Geschichte erzählt und wirklich, das hat mir so weh getan. Und ich hoffe, dass sie das hier nochmal sieht, den Stream. Wir müssen die Schwester unterstützen, wenn möglich. Ich hoffe einfach mal, dass sie vielleicht heute Abend nochmal live kommt oder so. Und dann können wir die Schwester unterstützen. Also wirklich von ganzem Herzen. Ich habe es vor 600 Leuten gesagt. Ich unterstütze sie sehr, sehr gerne. Und genau, weil das, was mit ihr da passiert ist, wirklich, also, boah, es tut schon weh. Und wie gesagt, meine Unterstützung hat sie ja. Ich küsse eure Herzen, Leute. Der Sommerflex. Meinst du, das würde nicht irgendwie, wird das nicht irgendwie klappen oder funktionieren, wenn wir uns da auch irgendwo positionieren und vielleicht eine Demo machen? Eine friedliche, wohlbemerkt? Ich wäre tatsächlich dabei, aber ich weiß nicht, wie oder wer das organisiert. Ne? Das ist selber organisieren, also da muss man anmelden. Wir müssen es muss ja nur einer deutscher Staatsbürger sein und das anmelden. Also, wir können das ja alle. Ja, weil das wäre vielleicht auch mal, dass man das auch zeigt, dass wir auch alle dagegen sind, ne? Ja, das und für die Menschen auch stehen, ne? Aber bevor, Leute, aber bevor das alles passiert, ich brauche immer noch, Leute, ihr enttäuscht mich, wo ist die jesidische Flagge? Ich brauche eine richtige, eine echte, dass ich sie drumherum hängen kann bei mir. Die gebe ich dir. Ja. Also auf jeden Fall eine jesidische Flagge, ich brauche komplett eine, damit sie auf mich drumherum hängen kann. Ich meine das ernst aber, ne? Das, einer muss es mir schicken oder ich kaufe mir eine, egal wo. Ich glaube, irgendwo hat mich jemand verlinkt. Muss ich mir nochmal anschauen. Genau. Ja, also wie gesagt, ich bin bei sowas dabei, das ist gar kein Problem. Ja, stimmt, aber ich lese gerade, okay, uns rennt die Zeit auch weg, ne? Zwei Tage ist nichts, gar nichts. Ich muss nochmal der Schwester Christa recht geben. Also Leute, die jetzt richtig schwere Straftaten begehen, also ich will es nicht ins Detail gehen, also richtig, ne, brutalste Weise, die dürfen hier bleiben. Leute, die richtig sich integrieren, also da verstehe ich Deutschland überhaupt nicht mehr. Also die fahren hier echt, ne, das Land gegen die Wand. Und das wird echt nach hinten losgehen. Ja. Aber sagen unsere Prophezeiungen auch, Leute. Ja, man darf ja auch nicht mehr so, man darf ja auch nicht mehr so ganz frei rausreden, was man, ne, was man am liebsten gerne sagen möchte, ne? Aber ich glaube, ihr versteht auch so, was ich euch sagen möchte. Ja. Ich will zeigen, was uns verbindet. Richtig. Küss dein Herz, Moonlight. Hier, unsere Jesiden, aber. Ja, warte, Zero, ich mach dich groß. Ich feier natürlich auch. Ah, Weihnachtsbaum, guck mal. Hier neben unseren Kerzen. Ja. Nebenbei. Ey, wo ist, Zero, wo ist Essen? Essen? Wie Essen? Ja, ich dachte, daneben ist irgendwo noch Essen und so. Nee, ich krieg Hunger. Das kommt noch. Das kommt noch mal hier. Ja. Aber die Kerzen sind sehr schön. Mega schöne Kerzen. Dankeschön. Ja. Nee, wirklich. Bombe. Flex, ja, Leute. Hast du schon mal den Film gesehen mit Norbit? Norbit sagt mir was, aber ich hab's noch nicht angeguckt. Mit seiner Respucci ein bisschen Spaß und Lachen muss auch noch hier rein. Der mag am liebsten Truthahn-Arsch. Hast du das noch nie gesehen? Nein. Zieh dir den Film mal rein, ey. Den musst du gesehen haben. Norbit heißt der. Gib dir den mal. Der ist richtig krass. Okay, schau ich mir mal an, auf jeden Fall. Oh Gott. Ja.
Okay, nee. Ich gehe raus, meine liebe Gruppe. Ich wünsche euch alles erdenklich Liebe. Und du, ne, du Bengel, ne, pass mal auf. Ich bleib jedes Mal so lange wach, ne, weil du ja immer wieder kommst, ne. Und nichts passiert. Und um 2 Uhr irgendwann schlafe ich ein und denk, boah, morgen mache ich dir eine Ansage. Ja, alles gut. Ja, ich bin schon, also zweimal so live. Also ich bin auf jeden Fall heute Abend nochmal da. Also in den nächsten paar Stunden bin ich da. So 0 Uhr, 23 Uhr, 0 Uhr komme ich nochmal. Und wie gesagt, dann poste ich das nochmal mit der Petition, Leute. Alle radikal, wirklich ganz wichtig, anmelden, einfach unterschreiben und das war's. Mehr müssen wir gar nicht machen. Ne? So, ansonsten Leute, ich küsse eure Herzen, ja, unsere esidischen Brüder und Geschwister, ja, und wirklich, Gottes Hand ist über euch, ne? Nicht vergessen, ihr seid in Schutz, ne? Merkt euch das sehr, sehr gut. Gottes Hand ist über euch. Ihr seid Flex im Schutz. Vielleicht sagt das nicht so. Da hat gerade einer reingeschrieben, weil ich gesagt habe, möge der liebe Gott seine betenden Hände über die Leute machen. Hat einer sich lustig darüber gemacht. Ja. Oh, der hat Hände. Ja, und der hat ja auch ein Schienbein, ne? Ja, ach so, deren Allah mit seinen 2 rechten Händen wie Shao Kahn und ein Schienbein. Wahnsinn. Wahnsinn. Die haben daraus Shao Kahn gemacht. Der Allah mit 2 rechten Händen und Shao Kahn Hände. Wahnsinn. Leute, ich bin raus. Shao Kahn. Ich wünsche euch noch weiter einen schönen Abend. Komm, ja? Back. Von Tekken, Shao Kahn. Goro, das ist der Mortal Kombat. Goro. Ja. Jungs, schönen Abend. Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich bin raus. Schönen Abend, Zero. Ich küsse dein Herz, Bruder. Ja. Also gut, Leute. Dann machen wir mal eine kleine Pause. Ich küsse eure Herzen und an die ganzen esidischen Brüder und die Geschwister wirklich. Ich küsse die Herzen von euren Müttern, wirklich. Und möge Gottes Hand über euch sein. Sollt ihr immer geschützt sein. Und an Ali, mein Bruderherz, bis später. Bero, ich küsse deine Füße. Gianni, bis nachher. Christa, ich küsse dich doch. Und ja, Leute, ich bin später da. Was? Ruf mal bitte kurz an. Ja, ich ruf dich gleich an. Okay, see you later, Alligator. Yes, alle. See you later. Leute, ich küsse eure Herzen. Bis später, und bis dann. Alle. Bye. Boom, boom. Bis 0 Uhr, Leute. Peace out. Gott segne euch alle. Der Herr ist mit den Gerechten.